Schalte die Zündung deines Autos aus. Zieh die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Nimm die Motorabdeckung ab. Öffne den Ölfüllverschluss, um den Ölabfluss beim Ölwechsel zu erleichtern. Für den Ölwechsel in deinem Auto musst du den vorderen Teil des Autos anheben, damit du an die Ölablassschraube herankommst. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial »Deinen Wagen sicher anheben« anzuschauen. Falls auf dem Kurbelgehäuse eine Plastikabdeckung vorhanden ist, kannst du diese nun entfernen, um zur Ölablassschraube zu gelangen. Nimm dir dafür einen Einsatzschraubenzieher und einen 25 mm Torx-Einsatz. Löse die Schrauben und sobald du sie alle abgenommen hast, schiebst du die Abdeckung des Kurbelgehäuses nach hinten, um die Haltestifte freizulegen. Vergiss nicht, einen Auffangbehälter für das Ablassöl aufzustellen. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video »Stell deinen Auffangbehälter selbst her« an. Lockere die Ölablassschraube erst mit einem 19er Maulschlüssel und schraube sie dann von Hand ab. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube. Das Öl kann plötzlich herausspritzen. Sei darauf vorbereitet und stell einen Ölauffangbehälter darunter. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Bei den Wagen der Volkswagen- und Audi-Gruppe kann die Dichtung nicht von der Ölablassschraube gelöst werden. Wir empfehlen dir also, die Schraube bei jedem Ölwechsel durch eine neue zu ersetzen. Setz sie von Hand ein und schraube sie schließlich mit dem 19er Maulschlüssel wieder an. Beim Ölwechsel musst du auch den Ölfilter wechseln. Um das ausfließende Öl aufzufangen, musst du den Auffangbehälter nun unter den Ölfilter stellen. Um zum Ölfilter zu gelangen, musst du das Magnetventil des Turbo-Antriebssystems entfernen. Stecke dafür zuerst den elektrischen Steckverbinder aus, indem du die Plastiklasche mit einem eher schmalen Schraubenzieher abhebelst. Und dann ziehst du am Steckverbinder. Entferne dann mit einem 30er Torx-Schraubenzieher die Halteschraube der Befestigungslasche des Magnetventils. Schieb dann das Magnetventil zur Seite, damit es dich nicht stört, wenn du den Filter herausnimmst. Du hast nun Zugriff auf den Ölfilter. Nimm dir einen Steckschlüssel, eine lange Verlängerung und einen 32 mm Einsatz und greife von oben auf den Ölfilter zu. Löse ihn, indem du ihn im Gegenuhrzeigersinn drehst, bis dies leicht geht. Schraub ihn schließlich von Hand ab. Lass den Filter einige Sekunden lang austropfen, sobald du ihn herausgenommen hast. Und dreh ihn nach oben, damit das Öl nicht ausläuft. Heble den Filter mit einem Flachschraubenzieher ab. Nimm dir dann einen eher schmalen Flachschraubenzieher, um die O-Ring-Dichtung unten am Flansch zu entfernen. Ersetze sie durch die, die beim neuen Filter mit dabei ist. Wiederhole den Vorgang bei den beiden anderen O-Ring-Dichtungen auf der Führungsstange des Filters.
Vergleiche schließlich den neuen Filter mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und schieb ihn in den Flansch. Es muss ein Klicken hörbar sein. Schraub den Filter wieder von Hand an, bis du den Kontakt spürst. Nimm dir zum Anziehen deinen Steckschlüssel, die Verlängerung und den 32 mm Einsatz zur Hand und drehe um eine Vierteldrehung weiter. Achtung, bei dieser Art von Ölfilter kann die neue Dichtung sehr dick sein, was das Anziehen komplizierter macht. Versichere dich darum, dass der Flansch auf der Metallhalterung des Motors liegt. Bring das Magnetventil wieder an, indem du als erstes die Befestigungslasche anschraubst. Und stecke schließlich den elektrischen Steckverbinder wieder ein. Bring die Abdeckung wieder am Kurbelgehäuse an. Nun musst du wieder Öl in den Motor füllen. Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Stell dein Auto zunächst wieder auf den Boden, denn der Ölstand muss am flachstehenden Auto geprüft werden. Danach musst du Öl in den Motor füllen. Fülle in einem ersten Schritt 90% der angeratenen Menge ein, denn so hast du noch genügend Spielraum, um den Ölstand anzupassen. In der Videobeschreibung findest du genaue Angaben zu den Ölmengen, die du je nach Auto für den Motor benötigst. Bring die Motorabdeckung wieder an und klipse sie an den vier Ecken fest. Schließ den Ölverschluss. Starte den Motor und lass ihn 5 Sekunden lang laufen. So wird sich der Ölfilter füllen. Zieh den Ölmessstab heraus und wisch ihn ab. Steck ihn wieder in die Öffnung. Zieh ihn erneut heraus und überprüfe den Ölstand. Der ideale Ölstand liegt nahe beim Maximum, aber pass auf, dass es niemals überschritten wird. Pass den Ölstand je nach Anzeige auf dem Ölmessstab an, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Und fertig!